So, das ist halt, also hier gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die ich, also das kennst du vielleicht hier. Ist das aus der Küche? Das ist fast, dufte mal oder riech mal dran, ich kann mal, darf mal. Kannst du das und? Riechen? Nach, was riecht das? Bergamott oder? Nee, ein bisschen. Moment, ja. Ja, das ist schon so zitronig so ein bisschen. Ja, Orange. Kann man es kulinarisch verwerten? Orangenöl. Orangenöl? Ja, das ist zusammen Orangenöl. Mit diesen Raupen könnte man. Ja, das ist Orangenöl. Und was macht man zum Beispiel? Ich habe diese Pflanze dort mit Orangenöl behandelt. Das mal zu das und dann sind diese Läuse abgegangen. Genau, und das Gleiche ist natürlich, wenn man jetzt hier zum Beispiel, das ist ja auch hier zum Essen. Hm. Was ist das genau? Was hast du aus dem Glas genommen? Das kann man, kann man essen, ist Lorbeer. Und aber, also das ist halt so, wenn er das jetzt in der Küche verwenden würde, dann hätte er hier die Proteine gleich mit drin. Weil hier sieht man, ja, überall Schildläuse. Wir müssen jetzt. Wann könntest du mal die Schildläuse ja, hier nehmen? So. Ja. Nelson möchte nichts mit in die Küche nehmen. Das finde ich auch ganz gut so. Also genau, das sind und das kriegt man auch mit Orangenöl. Das heißt, ich will es ja essen und darum, wenn ich irgendwas behandle, auch irgendwelche Obstbäume, die ich dann natürlich essen möchte und verspeisen möchte, dann nehme ich natürlich nur irgendwas, wo ich keine Angst haben muss. Ja, wenn ich das eingesprüht habe und der Nachbar kommt zum Beispiel und isst einen Apfel von mir, nicht, dass er gleich daneben liegt, sondern es ist überhaupt gar kein Problem.